herzlich willkommen zu Türchen Nummer 16 unseres HTS Adventskalenders. Heute möchte ich euch etwas darüber erzählen, wie man fremde Hunde zusammenführt, insbesondere hier im Hinblick darauf, dass eben ein anderer Mensch mit einem fremden Hund dich besuchen kommt. Wovon ich euch dringend abrate, ist einfach die Tür aufzumachen und zu gucken, was passiert, sondern macht den Hunden Vorgaben. Je mehr Vorgaben ihr ihnen macht, umso einfacher wird es dann für die weitere Zeit, besonders wenn der andere Hund vielleicht ein paar Tage da bleiben soll. Das erste ist, ihr macht einen gemeinsamen Spaziergang. Und zwar einen Spaziergang mit Vorgaben. Jeder Hund bekommt von seinem Menschen vorgegeben, wie, wo und in welchem Tempo er sich zu bewegen hat und das Ganze an der Leine. Nach etwa einer halben Stunde könnt ihr es zulassen, dass, wenn zum Beispiel der eine Hund irgendwo geschnuppert hat, ihr mit dem anderen ganz gezielt auch an diese Stelle geht und er dort auch schnuppern darf. Oder wenn ihr Rüden habt und ein Rüde hat irgendwo markiert, dass ihr den zweiten, also immer den Gast als zweites, der zweite auch dorthin darf und auch dort markieren darf. Wenn dieser Spaziergang gut gelaufen ist, an dem ihr noch keinerlei Kontakt zugelassen habt, sondern jeder Besitzer seinem Hund gesagt hat, wie er sich die Bewegung, die gemeinsame Bewegung vorstellt, so nach etwa 30 Minuten oder einer Dreiviertelstunde könnt ihr dann gemeinsam auf eine Wiese gehen oder, falls vorhanden, in den gemeinsamen Garten. Und auch dort bitte jetzt einfach nicht Leine ab und gucken, was passiert, sondern Leine ab. Und die Hunde bewegen sich zusammen mit ihrem Menschen durch den Garten. Wenn es dabei zu Kontakt kommt, lasst ihr diesen Kontakt zu. Ihr achtet aber darauf, dass die ersten Sequenzen keine Rennsequenzen sind. Das heißt, sobald einer anfängt zu rennen, nimmst du Einfluss auf das Tempo. Es ist einfach so, dass derjenige, der Richtung und Tempo vorgibt, auch derjenige ist, der führt. Und deswegen ist gerade zu Beginn wichtig, dass die Hunde wissen, ihr nehmt Einfluss auf ihr Tempo und wie sie sich von A nach B zu bewegen haben. Wenn auch das gut gelaufen ist es dann, wenn die Hunde irgendwann aufeinander getroffen sind, umeinander gelaufen sind, haben sich beschnuppert. Wenn ihr dann noch Schnauzenkontakte seht, dann ist das sogar ein besonders gutes Zeichen. Dann die Rennsequenzen habt ihr komplett unterbunden. Wenn das alles gut gelaufen ist, könnt ihr gemeinsam ins Haus gehen. Auch da würde ich das, was ihr auf dem Spaziergang und auf der Wiese angefangen habt, fortführen, indem ich dann den Hunden jeweils einen Liegeplatz vorgebe. Der Liegeplatz des Gastes sollte immer ein gutes Stückchen von dem Liegeplatz des Hausherrn sozusagen entfernt sein, und so eine halbe Stunde ungefähr möchtet ihr gerne, dass die Hunde auf der Decke bleiben. Dann darf sich als nächstes der Hausherr bewegen, wobei man darauf achtet, dass, wenn er sich bewegt, dass er nicht zu dem Gast hingeht. Der Gast muss wissen, wenn er auf seiner Decke liegt, ist er sicher. Und dann, wenn das auch gut gelaufen ist, legt ihr den Hausherrn wieder ab und nehmt den Gast, und auch der darf sich in der Wohnung bewegen, außer zum anderen Hund. Und wenn das alles gut gelaufen ist und alles ruhig ist, dann ist sowieso das erste Interesse aneinander komplett verflogen. Und dann könnt ihr auch ohne Probleme zulassen, dass beide Hunde sich frei bewegen dürfen. Beobachtet einfach das Ganze ein bisschen. Im Haus würde ich keinerlei Spiel zulassen. Im Garten nach einer Weile kann man natürlich auch Spielsequenzen mal zulassen, außer sie bestehen nur aus Rennspielen, dann würde ich auf jeden Fall unterbrechen. Auch das habe ich euch an einer anderen Stelle schon erklärt. Ich hoffe, ihr kommt in Zukunft besser klar, wenn euch ein fremder Hund besucht. Ich wünsche euch viel Spaß und bis morgen!